Heute stellen wir die neue Ausstattung von unserem leichten Weißbier vor, Tab 11, unsere leichte Weiße. Das ist ein neues Etikett mit einem von mir gemalten Bier und das ist heute die Präsentation. Großes Geheimnis, wir enthüllen das Bild, das ich dazu gemalt habe und die Leute sind schon recht gespannt. So, jetzt müsste man nur noch irgendwie die Flasche irgendwie mal zu Gesicht bekommen. Ah, da kommt sie schon. Ja, so sieht die Flasche aus. Und ich versuche ja bei den Etiketten den Geschmack, der in der Flasche drin ist, zu malen und zu visualisieren. Und dazu stelle ich Konsumenten, Freunden, Mitarbeitern, Bekannten immer die gleichen drei Fragen. Wenn ihr das Bier trinkt, dann frage ich, an was erinnert euch dieses Bier? Die zweite Frage ist, was macht es mit euch? Wie fühlt ihr euch damit? Und die dritte Frage, wozu könnte es passen? Und die Antwort lasse ich auf Pinnwandkärtchen schreiben und clustere sie dann. Und es ist ganz erstaunlich, die Menschen liegen in ihren Eindrücken ganz, ganz nah beieinander. Und aus diesen Eindrücken mache ich dann die Farbpalette fürs Bild. Es kommt noch ein Symbol dazu, das das Bild ein bisschen verstärkt. Und so ist die Komposition dann angelegt und daraus male ich das Bild. Was sehen wir denn jetzt auf der Flasche? Sie sehen hier eine leichte weiße Feder, eine gelbe Feder, eine goldene, die aus einem Hopfenfeld zu Boden schwebt, ganz langsam. Und das ist auch die Empfindung derer, die es betrinken. Die Empfindung, die Menschen haben dieses Bier als sehr erfrischend, belebend, spritzig beschrieben. Sie haben gesagt, es passt gut zum Sommer, das passt gut aufs Gartenbankerl, das passt gut zu Salaten, aber auch zu Fisch. Und sie haben es als erfrischend, belebend und als neugierig machend beschrieben. Leichten musikalischen Umrahmung. Es sind wirklich schöne, leichte Töne, die den großen Nachteil haben, dass sie auch leicht untergehen. Ich möchte Verena Kampke ganz herzlich danken für diesen wunderbaren, schönen Klangkörper, den sie heute hier hereingezaubert hat. Und ich denke, wir sollten jetzt alle mal ganz kräftig applaudieren. Herzlichen Dank.